Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Big Farm Story. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja so ein bisschen mit dem alten Fischersmann angelegt. Nein, was heißt angelegt? Der wollte ja irgendwie Sachen haben, die wir ihm schon längst gegeben haben, um die dann wieder einzutauschen, um ihm sie dann doch geben zu können. Und ach ja, es war wieder sehr speziell. Dann haben wir ja den Ofen gebaut gehabt, ja, ne? Ein bisschen Karottensuppe gekauft, nicht gekauft, gekocht und sind dadurch bei Claire angekommen, die uns dann wiederum auch zum Seebären geschickt hat, um ja Meersalz zu kaufen. Naja, dann gucken wir mal, ob wir das Ritual zur Reinigung des Petit Four starten können. Nun, Averia, was kann ich heute für dich tun? Ah, da bist du ja. Hast du das Salz? Ja, der rostige Haken ist ganz schön schräg. Na, allerdings. Merci, ausgezeichnete Arbeit. Und jetzt zu deiner Belohnung. Komm, du kannst dir dieses einmalige Ritual ansehen. Was für ein Glück du hast. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber das Magazin... Psst, ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay, sie wirft mit Blättern um sich. Spürst du es? Der Restaurant, es fühlt sich glücklich an. Magnifik. Wir spielen das Spiel, glaube ich, einfach mal mit. Ja, ja, es fühlt sich gereinigt und friedlich an. Siehst du, ist das nicht großartig? Kann ich jetzt bitte das Magazin haben? Gib mir einen Moment. Das Restaurant ist jetzt glücklich. Es wird mithelfen. Ich spüre, wie ist es? Na, no, no. Da ist es. Voila. Ich hoffe, es hilft. Danke, Claire. Oh, mein Gott. Was für eine lange Reise. Okay, aber das nützt jetzt alles nichts. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier an diese Token drankommen soll. Also über die Zeit. Wie komme ich daran? Ich kann sie ja nur verkaufen. Und ich habe ja... Wie komme ich daran? Vielleicht, indem ich ihr was Schönes schenke. Habe ich was, was... Guck mal, wir haben doch hier so ein schönes Blümchen. Eine Ackelei. Oh, danke. Oh ja, doch. Gefällt dir offensichtlich. Dann guck mal doch mal. Claire, wo ist sie denn, die gute Claire? Claire, da ist Claire. Oh, guck mal, ich habe noch unbekannte Leute. Drei Stück sogar. Okay, also es ist nicht ihr Lieblingsgeschenk. Naja, Claire will bestimmt irgendwas Tolles essen oder sowas. Ja, dann würde ich sagen, dann riskieren wir doch mal einen Blick zum Bürgermeister. Ja, was für ein geschäftiger Tag, nicht wahr? Aber für dich habe ich immer eine freie Minute. Also ich soll irgendwie wegen einem Formular, ne? Wie geht's Ihnen eigentlich? Hey Averia, ich habe gerade an dich gedacht. Ja, das ist mir schon klar, weil wir haben uns gerade schon begrüßt. Ja, da du die Farm deines Großvaters übernimmst, müssen einige Formulare angepasst werden. Was für Formulare? Nur die Farmregistrierung und dass du jetzt hier bei uns einziehst. Kannst du das bitte zu Amelia bringen? Zu Amelia? Ja, wie sie mich nur zu gut und gerne ständig daran erinnert, ist sie die Bürgervertreterin hier und muss auch unterzeichnen. Okay, dann bringe ich es zu ihr. Komm danach gleich zurück, ich habe dann noch ein paar spannende Informationen für dich. Okay. Was ist hier eigentlich los? Freundschaftsbelohnungen? Oh... Okay. Jetzt eine neue Tapete, ein schickes Sofa. Und was bist du? Freundschaftshumus. Okay. Alles klar.
Amelia. Wo ist Amelia? Amelia? Ist Amelia hier irgendwo unterwegs? Oder wo ist sie? Oder ist das hier so eine Nebenquest? Rede mit Amelia. Das ist eine Nebenquest. Sehr gut. Oha. Ach ja, stimmt. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden, ne? Hey. Hallo, was kann ich heute für dich tun? Naja, hi Amelia. Bürgermeister Connor hat mir dieses Formular mitgegeben. Hat er? Ich bin überrascht, dass er sich daran hält. Er mag es nicht, wenn ich mich in Stadtangelegenheiten einmische. Aber egal, so, das war's schon, alles unterschrieben. Oh, und bevor du gehst, nun, da du registriert bist, wie wäre es, wenn du nach neuen Freunden Ausschau hältst? Neue Freunde? Ja, unsere Gemeinschaft wird stärker, je mehr Nachbarn eine gute Freundschaft pflegen. Viele Leute ziehen in diese Gegend, du kannst im Städtchen nach ihnen Ausschau halten. Okay, das mache ich, danke. Du kannst auch Connor fragen, wenn du noch mehr Hilfe benötigst. Und wenn du neue Freunde gefunden hast, dann erzähl ihm davon. Er wird das gerne hören wollen. Okay. So, hier können wir nochmal neue Designs für unser Haus und unsere Ställe kaufen, ne? Gibt es nochmal so ein Picknick? Hier können wir unseren Brunnen auch nochmal optisch verändern. Naja, gut, aber das sind Sachen, die können wir dann tatsächlich immer noch später machen, ne? So, was war hier mit dir? Du hattest Möbel, glaube ich, ne? Ja. Dekoration. Hier, sowas brauchen wir unbedingt. Sonnenliege aus Holz. Ja, Farmdekoration. Sehr schön. Das können wir auf jeden Fall machen. Oh, Leute. Ach, wie schön. Es gibt Deko. Okay. So, dann gucken wir mal, was er hier noch will. Moin. Ah, hier ist mein Lieblingsfarmer. Benötigst du Hilfe? Weißt du, die ganze Sache mit Levis Verschwinden und seiner Verletzung war beängstigend für uns alle. Ja, für Lydia muss es besonders schlimm gewesen sein. Als ältere Schwester fühlt sie sich verantwortlich für die Zwillinge. Ich wette, sie ist immer noch bekümmert. Hast du eine Idee, wie wir sie aufheitern können? Schokolade. Definitiv. Ja, ein Geschenk ist so eine tolle Idee. Wir sollten ihr beide etwas schenken. Dabei kannst du sie auch gleich etwas besser kennenlernen. Ihr werdet sicher tolle Freunde. Ich bin sicher, Lydia wird jedes Geschenk von dir zu schätzen wissen. Vielleicht kannst du ihr etwas basteln. Was soll ich ihr denn basteln? Rede mit Benny, gib Lydia ein Geschenk. Ja, also irgendwas, ne? Puh, okay. Wälze. Ich brauche immer noch Wälze. Oh Mann. Komm, dann gehen wir einfach mal eine Runde angeln. Also bist du mit der Hauptquest hier tatsächlich enormst beschäftigt und dann kommen ja die Nebenquests noch dazu. Finde ich aber ehrlich gesagt richtig gut. So, da haben wir drei Wälze. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich da tatsächlich wieder jeden einzelnen abgeben muss. Also jeden Tag einen. So, da haben wir noch einen. Das ist eine gute Sache. Tada! Oh, da ist wieder noch ein Schwarm. Also der wird gar nicht, der geht gar nicht weg, ne? So, dann machen wir den hier nochmal. Und nein! Aber jetzt. Tada! Wir nehmen hier gleich ein paar Wälze. Jetzt ist erstmal Wälzalarm. Zumindest sofern wir welche kriegen. Junge, was ist denn hier los auf einmal? Abends kommen die Fische alle an Land oder nee, raus und nee, nicht raus und auch nicht an Land, aber sie legen richtig los hier. Das ist eine gute Sache. Na, ich dachte schon, das war knapp daneben. Gut, dann warte mal. Hallo, ein schöner Tag, nicht wahr? Ja, gut, mehr kann ich mit dir nicht reden.
Okay. Ist ja gut. So, was wollte ich jetzt hier noch schnell machen? Ich glaube, ich wollte noch mal Möhrchen kaufen. Wir kaufen noch mal 10. Ich glaube, es macht Sinn, hier noch mal nachzusehen, ne? Ah, komm, das machen wir noch. Bis wir schlafen gehen müssen, macht das, glaube ich, mehr Sinn, als jetzt noch mal durch die halbe Welt hier zu latschen, nur um einen Fisch an den Mann zu kriegen, ne? Also, oder an die Katze, besser gesagt. Ja, ist eine ziemlich special Katze, glaube ich. Wehe, die mag uns danach nicht, ja? So, hervorragend. Ein paar Möhrchen. Möhrchen sind immer gut. Könnte ich auch mal wieder machen, eine Möhrensuppe? Ja, das bringt mich auf eine Idee. Gut, sehr schön. So, haben wir das angepflanzt. Energie ist eh, ja, quasi nicht mehr vorhanden. Aber warte mal, wir könnten noch mal gucken. Nee, das läuft noch. Hätte ja sein können. Was ist hier eigentlich passiert? Was muss ich denn hier machen? Dekoplatz. Nö, das machen wir mal ein anderes Mal. Gut, dann hätten wir ja noch eine Lampe mehr am Start, ne? Gut, ich würde sagen, wir gehen eine Runde schlafen und dann laufen wir mal zur Katze, nur am nächsten Tag. Kann ich ja mal einen Schluck trinken. So, Grundlagen des Backens haben wir gelernt. Also hatten wir ja am Vortag gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage. Nicht das hier, der Ofen, große Eisenteile. Also das wäre das, womit ich backen kann, ne? Ja. Kann ich jetzt hier noch andere Sachen machen? Nee, die muss ich wirklich freischalten, ne? Aber gut, was wir haben, haben wir. Können wir hier vielleicht auch irgendwas? Nee, nur so ein Krams, ja. Habe ich hier noch was? Nö. Karton, nee, ein Karton muss da jetzt nicht unbedingt hin, ne? Küche, denn was ist das andere? Denn eine Werkstatt oder ein Bad? Schwierig, schwierig. So, jetzt gucken wir erstmal hier runter. Wie viel Dünger haben wir dann insgesamt? Oh, nicht ausreichend. 16 brauchten wir hier, ne? Okay. Ja, ne? Warte mal. Da müssen wir hier mal ein bisschen wühlen und wälzen. Haben wir hier noch irgendwo ein Gebüschi? Hallo? Haben wir, ich brauche ein Gras. Dauert dann zwar 2 Tage, aber macht ja nichts. Ich glaube, so viele Eier habe ich nicht mehr. So, jetzt haben wir es aber. 20, die Möhrchen machen wir nachher, oder ich jedenfalls. Und dann können wir wenigstens hier noch einmal Dünger in Gang werfen, ne? So, Dünger machen wir hiermit. Ja, da kann man einmal herstellen. Dauert halt. Gut, dann dauert das eben. Wir gehen zu Shady, würde ich mal behaupten. Ab in den Wald. Und vom Wald aus denn zur, wie heißt sie? Insel. Warte, das sehen wir ja gleich. Hier, Blaubeeren hatte ich im Übrigen auch schon gepflückt gehabt. Maulwurfsinsel, genau. So, dann gucken wir mal. Einmal hier hoch, dann da hinten rüber. Dann sind wir gleich drüben, ne? Und jetzt bin ich gespannt. Muss jetzt wirklich wieder jeden Tag einzeln laufen oder kann ich auch alle drei gleich abgeben? Puh, ja. Shady, ich habe etwas Fisch mitgebracht. Ja, diesmal kann ich sie so abgeben. Wir brauchen Sam. Okay, also ich hätte es gleich so machen sollen. Oh Mann, offensichtlich habe ich da, aber das war doch gar nicht, aber ist auch egal. Ja, Hannah hat recht. Sam wird wissen, was wir tun können. Ich werde sie um Rat fragen. Ihr zwei solltet nach Hause gehen. Das war ein langer Ausflug. Euer Vater und Lydia wollen sicher, dass ihr wieder nach Hause kommt. Okay, aber der beste Teil des Abenteuers ist sowieso vorbei. Mit Shady zu spielen macht keinen Spaß. Ja, auf nach Hause. Wir haben eine Geschichte zu erzählen. Na ganz toll. Da habe ich doch aber hingeklickt. Ich habe doch hier wirklich hingeklickt.
Und na, offensichtlich hatte ich dann vielleicht keine drei mehr. Na, ist egal, jetzt haben wir das Thema geklärt. Hatte ja versaubeutelt, hätte ich also schon längst mit fertig sein können. Nee, ich muss hier lang. Nee, muss ich nicht. Ich muss da hinten lang. Ach nee, Kinders, ich sag's euch. Ja, das ist, wenn du lange raus bist aus so einem Spiel. Irgendwann kommt denn die Erleuchtung, ne? Okay. Wir sollen mit Sam reden, aber ich würde sagen, wir nehmen hier mal so ein paar Äste mit, damit wir dann vielleicht sowas wie diese Lampe da reparieren können, ne? Könnte man ja mal machen. Und ich denke, dass wir für alles Mögliche noch Äste brauchen werden, ne? Gut, meine Farm. Auf geht's. Na gut, haben wir aber auf jeden Fall mal ein paar Fische in petto. Spätestens für irgendeinen Fischsalat oder so brauchen wir die bestimmt sowieso. Moin, gib mir mal dein Ei. Danke. Ich hoffe, doch 7 habe ich noch. Na, Gott sei Dank. So, pass auf, jetzt machen wir mal hier noch schnell eine Reparatur, den Dekoplatz. Ja, sehr gut. Die Frage ist ja, jetzt könnte ich also, warte mal. Ich habe ja hier diese Pötte, ne? Warte mal, haben wir denn vielleicht noch irgendwo, wir haben doch hier so eine schöne Bank, ne? Ne, das ist ja hier der Baum. Aber wenn ich zum Beispiel die hier wieder herstelle, dann könnte ich doch bestimmt... Ich habe doch schon mal irgendwo eine Bank wieder hergestellt. Wartet mal. Wo habe ich denn die? Hier. Wenn ich jetzt hier... Genau, hier könnte ich doch bestimmt hier so einen Stuhl hinstellen, ne? Könnte ich mich schön naja, ans Ufer legen. Ja, ja. Okay, wir sollen mit Sam reden. Da machen wir das doch glatt mal. Hey, was machst du gerade? Naja, ehrlich gesagt, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Es geht um Shady. Sie sitzt auf etwas, einem großen Hinweis vielleicht, aber also über das Verschwinden von meinem Großvater, weißt du? Und sie will sich nicht bewegen? Nicht ein Stückchen. Typisch Katze, nicht wahr? Das ist mein Mädchen. Also, es gibt keine Garantie, dass es klappt, aber sie mag spezielle Fischsnacks. Hast du welche da? Nein, tut mir leid, aber es sollte einfach genug sein, es selbst zu kochen. Hier ist das Rezept. Fisch am Spieß, oh Mann. Aber eine Zutat bekommst du nur im rostigen Haken. Gut, danke, Sam. Welche wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen? Ein Bautoken nehmen wir mal. Dann können wir uns vielleicht noch was Schönes aussuchen. So, kann ich vielleicht mit Rita soll ich auch sprechen? Oh Mann. Kann ich bei den Rezepten hier vielleicht gucken? Wo ist denn dieser Fischsnack? Den sehe ich hier nicht, wa? Okay. Ja, ne? Aber warte mal, wenn ich jetzt hier alles... Sehe ich alles? Habe ich jetzt das Rezept gekriegt oder... ich gucke mal. Ich laufe mal nach Hause und schaue nach. Das ist schon ein bisschen verwirrend hier, Token oder nicht Token. So, dann gucken wir mal. Wir müssen sowieso gucken, was wir dafür brauchen. So, Mayonnaise, Fisch am Spieß. Was bist du denn? Fischöl. Wir brauchen also Fischöl. Wie viel Fisch am Spieß soll ich kochen? Rita, die Katzenmähne. Einmal Fisch am Spieß. Okay, koche Fischsalat, 0 von 1. Ja, Fischsalat, was ist, hier, Fischsalat, ja, guck mal, den können wir herstellen, das ist sehr gut, hurra!
Gehe zum Fischersmann, dann haben wir die Aufgabe schon mal erledigt. Dafür brauchen wir ja dieses Fischöl. Also hierfür. Und da soll ich ja alle drei Hinweise. Tja, ich weiß, ihr wisst Bescheid. So, und mit Rita sollen wir sprechen. Okay. Dann laufen wir nochmal los, würde ich sagen. Nee, wir laufen nicht nochmal los. Unsere Zeit ist nämlich schon abgelaufen für diese Folge. Ihr Lieben, das heißt, ich komme zum Ende dieser Folge. Also, wir haben ordentlich was zu tun. Wir haben ordentlich was erledigt, wie ich finde. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Tag. Und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin macht's gut, ihr Lieben. Tschüss!